So, guten Morgen, schon wieder so. Wieder eine Nacht rum. Jetzt geht's ab nach Hause, sehr wahrscheinlich wieder über die City. Und da kommt ihr natürlich mit. Und dann heute Abend zur letzten Nacht für diesen Block. Es reicht jetzt auch. Also nicht falsch verstehen, ich arbeite sehr gerne nachts. Aber dieser Block ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Scheinbar liegt es daran, dass ich vor meinem Frei von 2 Tagen schon 4 Nächte hatte und 4 Spätdienste. Irgendwie hat mich das dieses Mal richtig umgehauen. Naja, gut, lange Rede, mittelmäßiger Sinn. Bis später. Na, das schaffen wir doch. Ja, sowas hat man immer wieder mal. Kurz vor 7. Ich bin zu Hause. Also heute Morgen doch etwas schweißtreibender. Ja, ich werde jetzt ins Bettchen gehen. Verabschiede mich jetzt hier von euch und sage mal bis heute Abend. Bye. So, jetzt nochmal hier. Das wird nämlich sozusagen ein Doppelpost. Wobei ich gerade sehe, das andere Handy macht eine bessere Auflösung. Ja, ich muss mich beeilen. 30 Sekunden. Ach, ja, gut. Morgen, 14. Nacht steht an und es ist quasi der 14. Tag. 14. Tag von meinem Vlogging für YouTube. Also, dieses Video werdet ihr auf YouTube auch wieder dann finden und dann wisst ihr, dass fast Halbzeit ist dort. Naja, in dem Sinne wünsche ich viel Spaß. So, das geht jetzt erstmal auf WhatsApp und Co. raus. Und ich sage hier jetzt schon mal Hallo. Ich habe nicht ausgeschlafen, aber ich bin wach und werde jetzt aufstehen. Und das übliche Zähneputzen und Co. Ne? Also bis gleich. Ja, es regnet jetzt. Aber, sonst mein Helm. Hilft alles nichts. Es wird weiter mit dem Fahrrad gefahren.
bisschen Wasser hält uns doch nicht auf. Das sollte eigentlich, ich warte auf Post. Eigentlich hätte schon längst da sein müssen. Naja. Ja, es tröppelt gemächlich vor sich hin. Das sollte also jetzt kein Grund sein, das Auto zu nehmen. Und selbst wenn, das Auto rostet dann nur. Weil die Karre ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja gut, ich besteige jetzt mein Fahrrad und sage dann bis gleich. Ob man es glaubt oder nicht, aber das hat auch durchaus seinen Charme. Ja, hier ist ein bisschen trocken, da können wir mal eben kurz aufs Handy gucken, weil das ist ja jetzt auch eingepackt. Ja, meins ist leider noch nicht wasserdicht. Aber es lüft. Darauf kommt es ja an. Ja, auch so kann das echt Spaß machen. Bin zwar jetzt ein bisschen feucht, aber alles gut. Ne? Ja, ich bin angekommen. Etwas feucht, aber GoPro, ausschalten. Ich liebe es, wenn meine Geräte aufs Wort gehorchen. Ja, wie gesagt, etwas feucht, aber ist okay. Es war jetzt kein extrem strömender Regen. Von daher alles gut. So, ich starte jetzt die letzte Nachtschicht. Und dann sehen wir uns morgen früh. Bye.